Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Raptastisch. Heute geht es um das neue und letzte Album von Capital Bra bei Team Kuku. Der monatelange Konflikt zwischen Capital Bra und seinen alten Freunden und Partnern von Team Kuku ist beendet. Vorgestern hat sich der EGJ-Artist nach Monaten wieder bei seinem ehemaligen Manager gemeldet und entschuldigt. Wie der Kuku-Chef auf Instagram erklärt, rechnet er es ihm hoch an, sich doch noch persönlich gemeldet zu haben und schließt fortan jegliche direkte und unterschwellige Zeilen gegen den ehemaligen Kuku-Member aus. Bei dem Treffen ging es wohl auch darum, dass das Berliner Label und Capital Bra auf eine Übereinkunft in Bezug auf den Vertrag des Rappers gekommen sind. Diesen Freitag wird das fünfte Soloalbum mit dem Titel Allein über Team Kuku erscheinen und damit den Vertrag des 23-Jährigen erfüllen. Dies bedeutet, dass der Berliner dann ganz offiziell sein Album über Bushidos Label veröffentlichen darf und keinen Rechtsstreit mit Rilon und Co. befürchten muss. Auch seine alten Kumpels werden nicht übergangen und bekommen noch einmal die Chance, ein Capital Bra Album auszuwerten. Auf Instagram erklärte Capi, dass er bereits sein zweites Album fertig habe, welches dann über EGJ released wird. Die aktuelle Platte wird seinen Angaben nach nur digital erscheinen. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.